einen Hals-Nasen-Ohrenarzt, kümmert sich um den Hals, um die Nase und um die Ohren, aber auch das Gesicht gehört dazu. Wir schauen einmal, wenn zum Beispiel Hauttumore im Gesicht sind, um die kümmern wir uns auch und rekonstruieren das Gesicht dann aber auch wieder. Genauso mit der Nase gucken wir uns die Nasenform an, aber auch die innere Nase, ob da zum Beispiel Nasennebenhöhlenentzündungen sind oder Nasenveränderungen, Nasenatmungsbehinderung, dann kümmern wir uns auch darum. Bei den Ohren, wenn zum Beispiel eine Hörminderung besteht, gerade im Alter kommt das natürlich häufiger vor, dann sind wir der richtige Ansprechpartner, aber auch bei Ohrentzündungen oder Schmerzen. Dann bei Mandelentzündung, das sagt wahrscheinlich vielen, da ist es ein großes Problem, da behandeln wir häufig mit Antibiotika, entfernen diese aber auch operativ. Genauso beim Hals, wenn da Auffälligkeiten sind, zum Beispiel größere Raumforderungen oder andere Tumore, da gehen wir dann chirurgisch dran und untersuchen das.